Folge 11 ist noch nicht fertig, oder? Doch, oder? Hatten wir Folge 11 nicht fertig gesehen? Ich weiß es gerade nicht. Doch, hatten wir zu Ende gesehen, glaube ich. Soweit ich weiß. So, okay, dann geht's weiter. Ich glaube, Floße wurden gebaut und es wurde letztes Mal jemand gezeigt, der sein Notfallpaket aufmacht. Emotional auf jeden Fall einiges durch. Wenn du dich einsam fühlst, dann mach. What the fuck? Ey, stell dir vor, nach Seven vs. Wild kommt jemand auf diese Insel und findet das. Da würde ich mir in die Hose pissen. War der einfach ein Kumpel. Wirklich, ich habe mit allem gerechnet. Oh, nee. Was machen die? Boah, es gibt für mich einfach nichts Schlimmeres als aufgeben. Oh, nein. Ausgesetzt in der Wildnis von Schweden kämpfen 7 Kandidaten. Nee, Fabio gibt uns nicht auf, oder? Sponsored by Rhino Shields. Rhino Shields. So, Tag 6. Im Prinzip der Tag und noch ein Tag, dann ist over, oder nicht? Jetzt. Es ist Zeit für Tageschallenge Nummer 6. Was ist das? Friss oder stirb. Was? Du bist nicht du, wenn du hungrig bist. Oh, und das an Tag 6. Mies. Suche alternative Nahrungsquellen in Form von Insekten oder Würmern. Okay, heute wird's eklig. Jedes Tier muss mindestens... Hey, ist das Dschungelcamp? Ist 1 cm groß sein, nutze zur Überprüfung das Maßband. Jeder vertilgte Snack gibt einen Punkt bis zu einer maximalen Anzahl von 7. Du hast Zeit, bis die Sonne untergegangen ist. Okay, Freunde, heute wird's lecker. Heute wird's lecker. Ich habe aber schon einen kleinen Trick, beziehungsweise eine Idee, wie ich mir das ein bisschen entspannter machen kann. Vielleicht. Die Geschwindigkeit ist auf 1,25 oder so. Mach die normal. Hä? Vielleicht denkst du zu schnell. Oder was? Vielleicht auch nicht. Vielleicht nehmen wir es auch einfach so, wie es ist, damit es schön eklig ist. Also, heute heißt es Insekten fressen. Aber Freunde, die finden doch da gar nichts, oder? In der Umgebung habe ich ja schon fürs Angeln in den ersten Tagen die ganzen morschen Baumstämme aufgehebelt, um da einiges an Viehzeug... Obwohl, da waren so kleine Käfer drin fürs Angeln, stimmt. Das hat so halbwegs gut nur funktioniert. Deswegen werde ich wieder ein bisschen durchs Gelände streifen und gucken, ob ich irgendwo anders noch was finde. Dann kann ich gleich noch ein bisschen die Umgebung erkunden. Und das ein oder andere Stück Totholz aufhebeln und mal gucken, was es da Feines zu essen gibt. Okay. Er denkt wohl eher zu langsam, weil das Video zu schnell geht. Stimmt. Oder wenn man schnell denkt, dann wirkt alles langsam. Und wenn man langsam denkt, dann wirkt alles schnell. Ja, das kann sein. Guckt euch das an. Auch eine herrliche Ecke hier oben. Ich will einfach... Was müssen die alles essen? Ist egal, oder was? Welche Insekten die essen? Feld nenne ich es mal. Und da unten... Oh, es geht schon auf die Pumpe. Ist der See, das sind schon, weiß ich. 1 Zentimeter lang. 50 Höhenmeter, keine Ahnung. Ich kann es nicht einschätzen. Ah, das war wieder ein Joke drin, ne? Mindestens 1 Zentimeter lang, okay. Also ich glaube, ich könnte keine Maden essen. Der Magen Wurm wäre schwierig. Kleine Planänderung. Ich werde erst noch diese zuckersüßen Himbeeren hier absammeln. Kann auch gekocht sein, ich würde es grillen, glaube ich. Machen. Und wenn der Magen gefüllt ist und ich gesättigt bin, dann gehen wir auf die große Käfersuche. Okay. Denn wenn ich jetzt auf leeren Magen direkt zum Frühstück irgendwelche komischen Ekelviecher fresse, ich glaube, dann dreht es mir den Magen um. Ich weiß, das wollt ihr sehen, kriegt aber nicht. Oder vielleicht doch. Wir werden es sehen. Ich will euch nicht nerven, aber hier habe ich gerade einen Strauch gefunden mit richtig, richtig dicken Dingern. Boah, die passen ja kaum durchs Loch. Blub. Oh, schaut mal hier, richtig saftig. Ist alles voll. Okay. Oh, hier, so. So macht Himbeeren sammeln Spaß. Kleiner Tipp, auch immer ruhig mal auf den Boden gucken, denn die Reifen sind teilweise auch abgefallen. Und ja, hier ist auch kein Viehzeug dran. Ne, hier hinten, ja, weil einfach keine Viecher sind, das ist irgendwie voll komisch. Können wir uns mal angucken.
Regenwurm ist weniger eklig als irgendwelche Käfer. Die eine oder andere Made hat noch keinem geschadet. Ist nicht so schlimm. Das macht rein gar nichts. Also ich würde lieber einen Käfer, also am liebsten würde ich eine Heuschrecke grillen und essen. Alter, guckt euch das an. Weil eine Heuschrecke ist wie so ein Schrimp, oder? Was ein Prachtexemplar. Das ist ja der Wahnsinn. Mm. Das ist ja bisher die beste Staude. Mm. Hoho. Welcome to Himbeer Paradise. Wurm kannst du einfach schlucken, yeah, ja, stimmt. Groovy Baby. Ich habe eine interessante Entdeckung gemacht und vielleicht ist der ein oder andere Himbeerexperte wieder hier unter euch. Und zwar, schaut mal, hier sind auch wieder viele dran, auch ganz cool, aber eher so mittelmäßig von der Größe. Und die Blätter haben alle schon so eine herbstliche Färbung. Hier drüben allerdings habe ich die ganz dicken Dinger gesammelt und die sind komplett saftig grün. Sind die vielleicht noch nicht so reif und die anderen schon überreif? Ich werde es herausfinden. Voll die Obstkunde. Schreibt mit Fritz. Trotzdem in die Kommentare. Wieder Smoothie Time, geil. Ey, 100 Pro kommt so in ein paar Wochen so ein Smoothie in irgendwelche Supermärkte, der Fritz-Smoothie. Und dann ist es einfach so ein Himbeer-Smoothie. Würde ich kaufen. Prost. Würde ich kaufen und trinken. Wäre irgendwie geil. Schmusi, sorry. Ich bin gerade an der Floßstelle von gestern. Die Hölzer sind immer noch ordentlich nass. Aber vielleicht kann ich die tagsüber ein bisschen trocknen lassen in der Sonne. Ich weiß aber nicht, ob ich das Ding aufgespalten kriege. Ich habe jetzt mal den dünnsten hier rausgenommen und der ist noch am trockensten von allen. Den werde ich jetzt mal ins Lager schleppen. Das ist ein ganz schönes Stück da hinten. Ihr seht, die Vegetation ist hier auch ganz mit Flusswasser, dichter. Ja. Da hinten ist die ein bisschen offener. Und dann werde ich einfach mal gucken, ob ich so ein Ding spalten kann. Wenn ja, dann haben wir auf jeden Fall richtig gut Feuerholz. Ja, wir haben es vormittags und ich bereite mich gerade schon mal alles fürs Feuer machen vor. Dann brauche ich das nachher nicht machen. Und ich denke, gegen Mittag greifen wir dann die Ekel-Challenge an. Naja, also Ekel ist es ja nicht unbedingt, aber ich glaube, es gibt Insekten, die können lecker schmecken. Tag 6. Diese Nacht war nicht gut. Ich hatte ja schon gesagt im Laufe der Woche, dass wenn ich an einen Punkt komme, wo ich meine Gesundheit ernsthaft gefährdet sehe. Und eigentlich war dieser Punkt schon mal sehr krass da. Ich weiß nicht mehr an welchem Tag, aber mit dieser Unterkühlung. Und hier die Nacht war so unfassbar kalt. Wir hatten schon mal einen Sekt im Studio. Dass ich die Decke aus dem Medikit genommen habe. Ah, deswegen hat er aufgemacht. Wirklich, ich wollte das nicht, weil für mich das wie aufgeben war. Aber es ging wirklich nicht anders. Es war mitten in der Nacht, es war egal, ob ich mich ans Feuer gesetzt habe, ob ich hier gelegen habe, ob ich mich auf den Bauch, auf den Rücken, auf die Seite gelegt habe. Völlig egal, es war so unfassbar kalt. Keine Ahnung. Ich werde jetzt aus Prinzip die Challenge für heute vorlesen. Und dann muss ich mir Gedanken machen, ob ich es schaffe, hier das Lager anders zu gestalten. Weil noch so eine Nacht packe ich einfach nicht. Ganz ehrlich, also diese Kälte über so viele Stunden ist mir, also heute Nacht, ich hatte so krass Kreislauf. Und ich wusste wieder nicht, was passiert, wenn ich die Augen zumache. Ob es okay ist, dass ich einfach schlafe dann. Oder wie auch immer. Und das geht einfach zu weit. So, ich weiß, dass ich mich krass pushen kann. Dass ich mich quälen kann. Dass ich sagen kann, ey, hier weiter durchziehen. Aber ja. Ich möchte ja nicht meine Gesundheit gefährden, weil, ja, das ist es am Ende nicht wert, bei allem Ehrgeiz und so weiter. Wenn ich im Krankenhaus lande oder Schlimmeres,
Ich weiß für mich persönlich, dass ich sehr, sehr weit mich gepusht habe. Also so weit weiter geht einfach nicht, weil weiter wäre einfach Quatsch. Und naja, ich werde jetzt die Challenge vorlesen, aber da es immer noch so super kalt draußen ist, obwohl es hell ist, muss ich für mich jetzt eine Entscheidung treffen, die ich gerade einfach nur vor mir herschiebe, weil ich es nicht aussprechen will, aber... Oh, er gibt auf. Ja. Hier ist Challenge Nummer 6. Friss oder stirb. Du bist nicht du, wenn du hungrig bist. Sehe ich mich nicht. Ede geht gerade zu den Gargoyles. Oh, scheiße. Ey, ich will ganz kurz nur gern... Dann lass uns weiter in Seven vs. Wild gehen. Und danach vielleicht noch ein bisschen Among Us. Ah, es wird ein bisschen knapp, ne? Scheiße. Diesen Satz auszusprechen, ey. Oh, ich habe keinen Bock aufzugeben. Ja. Boah, es gibt für mich einfach nichts Schlimmeres als aufgeben, weil es so... so nicht klar geht. Mann, ey, was ist denn hier Welt, alles? In meinem Kopf, keine Ahnung. Ich habe eh einen super leichten Schlaf. Also ja. Bei mir muss nur Matteo unten in die Tür reinkommen und ich werde halt wach. Wenn er sich dann erst neben mich legt, dann bin ich erst recht halt wach. Also ihr teilt euch im Bett? Nein, natürlich nicht. Mhm. Also ich glaube, ein Wasserfilter wäre, finde ich, super wichtig. Ja. Also so ein richtig... Ich habe... Worüber reden die? So, okay. Darf man ein Schwert mit Bossseele umwandeln? Zwei Nächte. Müssen wir noch drüber reden, weiß ich noch nicht genau. Und ich hätte es geschafft. Na, ist so bitter mit Fabio. Das so kurz vorm Ende zu verkacken, das kenne ich halt sehr gut. Also ich weiß, wie es mir ging. Ich habe immer noch diesen komischen... Ah, die reden über Seven vs. Wild. Schon besser, aber ich merke, dass ich... Wenn ich hier aufstehe, ich bin ja immer noch nicht aufgestanden, dass ich dann direkt diesen Grissel vor den Augen bekomme. Krass. Fuck, Mann, ey, ich will einfach nicht aufgeben, ey. Das ist so kacke. Boah, ich habe mich die ganze Zeit so auf dieses Projekt gefreut. So sehr, dass ich bereit war zu sagen, lässt mitmachen, ey, ich klar. Will noch die extremere Variante und gehe da raus mit Messer und Feuerstahl. Und jetzt bin ich so weit gekommen und so kurz vor Ziellinie. Matteo, wir erwarten den Gewinner der DLDU-Herzen ganz gespannt bei uns. Mega respektabel, der zweite Platz. Einfach viel besser als ein Großteil der guten Konkurrenz. Danke, Pazzi. Wartet ihr jetzt auf mich oder was? Wegen. Hey, spielst du nicht gerade mit Among Us? Bist du tot? Ich dachte, ich gucke jetzt diese Folge hier noch. Aber die geht halt noch. 55 Minuten, so oft wie ich stoppe, dauert das halt noch ein bisschen. Doch, tue ich, bin aber wie immer tot. Achso. Good morning at day 6. Sun is shining. A little bit cloudy. The night was very cold. I schätze mal 4 degrees. And a lot of animals, they have screamed at night. Ah! Ah! Or... Was ist denn mit ihm? But I don't no see one. No. So, it is okay, Sunday. Machen Kompromiss, Chat. Wir gucken diese Folge bis... Wir gucken noch 10 Minuten. Und dann können wir die morgen weiter gucken. Weil morgen habe ich mehr Zeit nach dem Quiz. Und dann gehe ich noch ein bisschen in Among Us rein, weil die anderen sind ja auch da. Sunday is normally my Netflix Sunday. Martin dreht langsam durch. Was heißt langsam? So I will take it by. Yeah. Okay. 10 Minuten Videozeit, nicht Echtzeit. Ich dachte, morgen ist Halo. Stimmt, morgen ist Halo! Ey Leute, ich komme nicht mehr hinterher. Es sind zu viele Sachen auf einmal. Oder stirb. Warte. Ich soll Scheiße. Dann Donnerstag. Ich 7 Punkte? Das ist ja mal eine Challenge für mich. Naja, da gehen wir rein. Das ist ja mal eine Challenge, die ich wahrscheinlich durchziehe. Gut, friss oder stirb. Bin dabei.
Vor allem, ich brauche kein Paracord. Und Hunger habe ich auch. So, einfach auf und dann rein in die Fressluke, oder? Donnerstag in Folge 12, 13, 14. Schaffe ich nicht, weil Donnerstag ist dann auch noch The Forest. Wir haben nur eine Stunde am Donnerstag. Ich komme echt nur langsam hinterher. Aber es ist gerade viel los. War halt DLU-Woche, ne? Freitag vor FDL. Es gibt kein FDL! Ich muss vielleicht tiefer buddeln oder so? Keine Ahnung. Ich habe schon Lust auf Among Us, nur ich war gerade eben nach dem Tod, ja, weil ich so perplex, dass ich erstmal zum Runterkommen nicht direkt Among Us spielen wollte. Aber Among Us passt schon rein. Naja, wenn ich nicht zu Netflix kann, dann muss Netflix zu mir kommen. Ganz einfach. Los jetzt. Mal, dass ich einen Fernseher da ist. Der ist aber schon geil drauf. Netflix präsentiert Spider-Run. Oh! Okay. Ich würde eher eine Made essen als diese Spinne. Ey. Weiterlaufen. Ey. Die Kamera läuft. Los. Hallo. Jut. Internet ist schlecht. Ist zu klein, die ist doch größer als ein Zentimeter mit den Beinen, oder? Ja, wenn du dich einsam fühlst, dann mal dir einfach einen Kumpel. Darf ich vorstellen? Ingo. Ingo ist schizophrener Holzarbeiter, hier aus Schweden. Ja, er hat Probleme mit zu viel LSD, weil er die Augen so aufreißt. Keinen Sekt. Würden wir ja auch nicht. Ist Crystal Meth abhängig. Ist aber ein guter Kumpel von mir. Übrigens, ich war gerade kacken. Hab noch nie so schwarze Scheiße gehabt. Ja, läuft. In meinem Kopf geht's rund. Ja, und das ist Pumperjochen. Pumperjochen ist halt auch hier. Falls irgendwo drüben nichts mehr zu erzählen hat. Pumperjochen, weiß noch was. Ah, Pumperjochen, wie geht's dir? Gut? Ja, geht mir richtig gut. Guck mal, ich kann ja am Felsen sitzen, jetzt komm ich nicht weg. So wie du. Du bist ja auch gefangen. Du kommst ja nie wieder raus. Ob mir 6 Tage Isolation was ausmachen? Nee. Nee. Nee, hab ich gesagt. Entschuldigung. Pumperjochen, Ingo, sorry. Ich geh Netflix gucken. Ich muss da immer an den Cutter denken, der das Rohmaterial dann sichten muss. Wahrscheinlich hat er so 8 Stunden lang einfach so einen Monolog gehalten. Morning in the morning. Alter, ich fühle mich voll ausgetrocknet. Kann man das irgendwie sehen in der Kamera? Dass meine Lippen so richtig knusprig sind? Mhm. Ich habe gar kein Gefühl mehr in den Lippen irgendwie. Abgefroren. Habe ich überhaupt noch Lippen? Ey, guck mal, aber was ein Unterschied, ne? Fabio überlegt aufzugeben und muss in der Nacht diese Aludecke, diese Wärmedecke aufreißen und bricht ab, obwohl der voll der harte Hund ist. Und Chris sitzt hier im T-Shirt und chillt und überlegt, ob seine Lippen ein bisschen spröde sind. Das ist, als wenn die auf 2 verschiedenen Kontinenten wären. Heute muss ich auf jeden Fall mir irgendwie was zu essen holen, sei es Blaubeeren oder irgendwas anderes, weil ich habe echt Knast. Und ich muss irgendwie was hinter die Kiemen bekommen. Ich werde jetzt die Challenge Nummer 6 öffnen. Ich hoffe, es ist keine Challenge, die wir den ganzen Tag beanspruchen wird. So wie mein arschgeiles Floß gestern. Tag Nummer 6, Challenge. Ich bin hier spannend wie ein Bettlaken. Jetzt habe ich schon gemacht. Friss oder stirb? Oh, nee. Klar, ich fange mir jetzt erstmal ein paar Motten. Ich meine, ich habe schon mal Regenwürmer gegessen, ja. Ich habe auch schon mal Heuschrecken gegessen, aber frittiert. Ja, frittiert geht alles klar. Ich würde an sich allgemein Käfer essen, wenn sie frittiert werden, weil sie dann ein bisschen schmecken wie Pommes.
Aber ich esse jetzt nicht irgendwie so einen dicken Mistkäfer. Die findet er da auch gar nicht. Diese blau schimmernden Käfer. Ich hatte mal einen Kumpel, der hat einfach so zum Spaß immer so Fliegen gefangen und gegessen. Irgendwie Eier dran. Und auch Regenwürmer haben wir so gegessen. Sonst was. Ich fress die Dinger nicht roh. Bauchwild. Also Martin wird dir die 7 voll machen, die 7 Punkte. Freund, naja, nee, es war nicht ich. 0 stehen. Oh Mann, ich habe wirklich mit allem gerechnet. Baue ein Flugzeug. Nur aus Blättern. Und wisst ihr, wie der die Fliege gegessen hat? Der hat die immer so aus der Luft gefangen, also wenn er sie gefangen hat, dann hat er immer so und hat die so eingesaugt und dann war die einfach weg. Und das war, ich kann mir nichts Ekligeres vorstellen, als einfach eine Fliege, die vorher irgendwo auf Kacke oder so war und da sich da einen weggeschlamützert hat und dann einfach weg, das ist ekelhaft. War nur Fake? Nein, mit, es war nicht Fake. Frisskäfer. Aber ich laufe noch ein bisschen, glaube ich. Ich habe irgendwie keinen Bock. Was soll ich jetzt machen, wenn ich jetzt aufstehe? Guck mal, das ist das Ding. Wenn ich jetzt aufstehe, mich Zähne putze und mich ein bisschen frisch mache, so gut, dann haben wir 10 Minuten noch totgeschlagen. Und dann, ich weiß nicht, wie spät es ist. Ich schätze mal, die Sonne ist noch relativ tief, so vielleicht 9 Uhr. Mir ist schon klar, dass es ein Trick ist, den Magier nutzen. Mir ist schon klar, dass es Magier gibt, die das so machen. Aber ich kenne den Typ und der hat das 1000 Mal gemacht. Und der hat die einfach, der hat nicht so getan, als würde er eine fangen, sondern der hat die immer so... Und dann haben wir so gehört, ja, die ist drin, dann hat die halt gegessen. Der hat die gegessen. Und der hat auch Würmer gegessen. Und die Würmer hat er so in seinen Mund gemacht und hat die einfach gegessen. Das ist kein Joke. Der hat mich nicht, der hat es ja, nicht verarscht. Maximal 9 Uhr. Wirklich nicht. Und die Sonne geht erst so gegen 20, 21 Uhr unter. Was mache ich denn jetzt 10 Stunden lang? Die Challenge heute ist 7 Insekten. Also such gerade Käfer. Natürlich mache ich die Challenge. Weil das sind sehr schnelle 7 Punkte, die man sich verdienen kann. Mein Plan ist wie folgt, okay? Ich werde die Käfer vorher töten, die in einer Reihe aufreihen, weil anders kannst du die auch gar nicht messen, weil wie willst du die messen, die rennen ja weg. Nee, es war nicht Matthias, töten, nicht Merch. Dann in einer Reihe aufreihen, alle messen, dass wir dann auch mindestens einen Centi haben pro Käfer. Aber Matthias kennt den und ihr könntet Matthias fragen und der würde euch bestätigen, dass der das auch gemacht hat. Die alle in einer Hand nehmen, alle rein, schnell kauen, runterschlucken. Und es gibt auch einen Trick, wenn man irgendwas isst, was nicht gut schmeckt, einfach die Nase zuhalten oder Luft anhalten. Aber ich finde gerade gar nichts hier. Ich gucke mal auf den Boden, ich habe ein paar Spinnen gesehen, aber Spinnen werde ich nicht essen. Aber ich bin ja auf der Suche nach so... Ja, Spinne würde ich halt echt nicht essen, da habe ich keinen Bock drauf. Dünnen Käfern. Aber Spinne hätte ich null hier. Bock drauf, einfach. Aber der Tag ist noch lang. Der Tag ist noch lang. Also kleine Käfer müsste ich gucken, was für Käfer es sind. Blaubeeren gepflückt. Also so viel wie noch nie zuvor. Ich finde einfach keine Insekten. Ich weiß nicht, ob es irgendwie noch zu früh ist oder so. Es rennen einfach keine Insekten rum. Ich habe jetzt auch schon echt viele Stunden am Wasser hier verbracht und ich gucke mal wieder ins Wasser und ich habe noch nicht einen Fisch gesehen, nicht einen Krebs, gar nichts. Das kenne ich so gar nicht, weil selbst bei uns in den Gewässern zu Hause, da sind die Fische wirklich vorne am Ufer. Du siehst sie da lang schwimmen, auch wenn es nur kleine Fische sind oder so, aber hier ist gar nichts. Ich werde vielleicht nachher mal rübergehen auf die andere Seite, wo es ein bisschen ruhiger ist. Ach, meine Lippen, ey. Und da mal probieren, ein bisschen zu angeln. Käfer I, aber eine angefressene Currywurst, her damit. Ich hatte doch gerade gesagt, Käfer würde ich doch essen. Wir haben auch schon im Studio, haben wir hier mal von Amazon abgepackte Mehlwürmer und Heuschrecken und noch andere Sachen bekommen. Haben wir auch gegessen. Schmeckt halt einfach, also nicht besonders eklig, aber auch nicht besonders toll. Hab ja leider bloß noch diesen Riesenhaken. Beim nächsten Cut auf den nächsten gehen wir in den Mongas rein. Ich angeln. Ich baue mit Angel zusammen und probiere mein Glück mal ein bisschen. Vor allem das Gute beim Angeln ist, da kommt man runter, die Zeit vergeht schnell und vielleicht haben wir auch ein bisschen Glück. Nee, es hat jemand, es hat ein Zuschauer geschickt. Ich muss geschickt. Erstmal Spots finden, wo von ich Amazon angeln kann, Amazon weil das Wasser bestellen. Ist halt super flach hier. Ihr habt es ja vorne schon gemerkt. Die Steine sind überall. Ich kann gefühlt 30 Meter reinlaufen und das Wasser geht mir bis zum Bauchnabel. Wie soll ich denn hier angeln? Das kann doch gar nicht funktionieren. Jetzt hätte es mich fast gemault. Runtergerutscht, schön ins Wasser rein. Also der erste Fuß ist schon mal nass. Sehr gut. Fängt schon mal gut an. Nächste Bonja bestellt. Wäre eigentlich eine geile schön Idee. Schön, dass ich das Messer hier so offen Bonja bestellt Insekten. Wenn ich absäge und mir das Ding irgendwo reinramme, Maurice, würdest du Insekten mitessen? Vielleicht ein bisschen aufpassen hier. Wenn Maurice noch im Chat ist. Ja, das ist alles super sumpfig. Ah.
probier's mal hier drüben, aber hier geht's auch nicht weiter. Ey, zum Angeln ist ja echt eine Katastrophe, ne? Ich kann ja mal kurz gucken, wie es bei dem Stein hier aussieht. Aber ihr seht es ja schon, ich kann den Boden da sehen. Es ist halt alles sehr, sehr flach. Ich kann trotzdem probieren, die Angel hier auszuwerfen. Es ist sehr, sehr ruhig vom Wasser her. Sehr flach den Köder machen. Und einfach gucken, was passiert. Weil dann bleibe ich nämlich hier. Dann baue ich jetzt langsam erstmal alles zusammen. Das dauert ein bisschen. Und Köder brauche ich auch eh noch. Also ah, da wird doch nichts mehr fangen, oder? Das zieht sich noch. Insektenburger habe ich auch probiert, fand ich nicht so lecker. Die mache ich jetzt hier rum. Daran. Dann ziehe ich das Ding zu. So. Nee, nicht mehr, aber könnt ihr auch ohne mich machen. Naja, okay. Lange ist die Schnur halt nicht. Ich habe jetzt hier vielleicht 2,5 Meter, wenn überhaupt. Aber das reicht vollkommen. Dann gehen wir mal Würmer suchen mit meinem Grabestock. Ich werde erstmal hier vorne, wo es so ein bisschen modrig ist, probieren. Weil hier der Boden auch relativ weich ist. Das ist nicht gut für Würmer. Ich brauche eher so sandigen Boden. Hier ist ein bisschen Scheiße von... Ich weiß nicht, ob das von welchen Tieren das ist, aber es ist auf jeden Fall ein Pflanzenfresser. Okay, das gestaltet sich schwieriger als gedacht, weil der Boden nicht sandig ist. Der ist komplett verwurzelt. Überall alles voller Moos und Farne. Genau, Bonjour bestellt, wollten auf jeden Fall mal vegan machen, das stimmt. Und alles graben ist hier nicht... Geht ja gar nicht. Du kriegst den Boden ja nicht mal aufgehoben hier. Die Erde ist schon nass, ne? Also das ist schon gut so für Würmer. Das ist eigentlich ein Paradies, aber ich glaube, es ist einfach viel zu dicht. Die mögen eher so sandigen Boden. Ist alles komplett voller Wurzeln hier. Ihr findet ja gar nichts. Ey, ich sag euch, wie es ist, ne? Keine Chance. Ey, das kann es echt nicht sein, ne? Ich dachte, in Schweden ist es noch einfacher mit dem Angeln. Also noch einfacher, Würmer zu finden überall. Aber Among Us beim nächsten Cut auf den nächsten... Ist ja gar nichts. Falls ich noch mal irgendwie was finden sollte, ein Köder oder irgendwas... Auf den nächsten Teilnehmer. Versuch es nochmal, aber so ist halt scheiße. So, genau jetzt. So, weil wir sind bei 24 Minuten, 43 Sekunden. So, und jetzt gucken wir mal noch, ob wir in die Among Us-Lobby reinkommen. So. Man macht hier Emotionen. So, wir waren bei 24,43. Vielen Dank fürs Merken. So, wir gehen wieder rein. So, ich befürchte, dass Fabio komplett aufgeben wird. Er hat sich schon eigentlich fast aufgegeben, nachdem er letztes Mal gesagt hat, er hat schon die Decke aufgemacht und ihm geht's nicht gut, ihm körperlich ist er in so einem Extrem, dass er sich nicht gesundheitlich gefährden will. Und jetzt schauen wir mal weiter, ob er noch weitermacht. Ich hoffe schon, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ist alles komplett voller Wurzeln hier. Hier findest du ja gar nichts. Und die müssen Insekten essen. Ist, ne? Kleiner als keine drei. Chance. Ey, das kann es echt nicht sein, ne? Danke, Betonente. Ich dachte, in Schweden ist es noch einfacher mit dem Angeln. Also noch einfacher, Würmer zu finden überall. Aber kannst du ja völlig vergessen. Ist ja gar nichts. Falls ich noch mal irgendwie was finden sollte, ein Köder oder irgendwas dergleichen, dann versuche ich es nochmal. Aber so ist halt scheiße. Heißt Decke aufmachen nicht auch direkt, dass man raus ist? Nee, ich glaube, man bekommt einen Punktabzug. Ich habe hier auch noch einen, den ich durchtrennen muss. Dort unten habe ich gerade. Bei der Decke zumindest. Ihr wisst es, ich brauche ja jeden Tag so ein kleines Projekt, in dem ich mich ausprobiere, in dem ich irgendwie ein bisschen schnitze, ein paar Hilfsmittel mache. Und heute werde ich mal Keile probieren. Keile? Wenn wir mit der Kukri nicht mehr weiterkommen, dann können wir die mit Keilen wieder rausschlagen oder mit Keilen sogar das ganze Ding spalten. Ist eine coole Möglichkeit, vor allem wenn man nur ein kleineres Messer dabei hätte. Ne? Fabi zum Beispiel hat, glaube ich, ja nur ein SE3 oder SE4. Und selbst damit kann man dann solche großen Sachen spalten, wenn man sich Keile herstellt. Und das machen wir jetzt. Optimal dafür wäre natürlich Hartholz, also Buche, Eiche, Robinie und so weiter. Mhm. Und am besten noch trocken. Ja. Lässt sich extrem beschissen verarbeiten, weil es halt knüppelhart ist, aber geht dann nicht kaputt. Wir haben hier aber nur Birken, Kiefern und weiter oben auch mal ein paar Fichten. Fichten? Von daher, ja, nix mit Hartholz weit und breit zu sehen. Okay. Haselnuss. Haselnuss wäre eigentlich mit das Geilste tatsächlich. Hä? Da wächst doch nicht Haselnuss, oder? Obwohl, da wachsen auch Blaubeeren und Himbeeren. Vielleicht wächst auch Haselnuss.
Das kann man super verarbeiten. Aber sind stabil. Haselnuss nicht eher so Sträucherbäume? Das ist eine gute Form. Haselnussbäume sind noch keine mit so einem dicken Stamm, sondern das sind noch mehr so strauchartige, oder? Das haben wir hier nicht. Warte mal, ich hab früher Haselnussbäume in Italien gesehen. Haselnussbaum, Foto. Hier sind ein paar passende Bilder. Was? Das ist ein Haselnussbaum? Okay, dann habe ich ja gar keine Ahnung. Oder die haben Fake-Haselnüsse in Italien. Gibt Strauch und Baum. Ach so. Aha. Durchgeschlagen. Oh, das ist. Guckt euch, ist ein Knietief teilweise. Zu der Birke, an der ich vor ein paar Tagen schon mal war und mir ja ein Stück für das Herzschnittsprojekt rausgetrennt habe. Ich glaube, ich werde das komplette untere Teil mitnehmen, weil wer weiß, was mir heute noch so für ein Projekt einfällt oder morgen. Das kann ich gut verwenden. Es ist halt einfach Tag 6 und er ist immer noch unterfordert. Auf Haselnussplantagen sind Sträucher, die sind besser zu bearbeiten. Aha. Super. Ich weiß, dass Matteo nichts weiß. Ist der moderne Twitch Aristoteles? Was? Ich weiß, dass Matteo nichts weiß. Ist der moderne Twitch Aristoteles? Und ich weiß. Frohe Weihnachten, Chat end Matteo. Das Matteo. Ich wusste doch, dass es Sträucher gibt. Also ich wusste ja die Hälfte. 50% wusste ich. Das ist wie dieses halbe Tor gestern bei dem Quiz. Da wurde nur die Hülle reingeflogen ist. Ich kenne also die Hälfte, weiß ich immer. Ja, das werde ich mal probieren. Und zwar haben wir hier eine fette Verästung. Dadurch ist der Stamm hier immer stabiler. Generell, das merkt ihr auch, wenn ihr Holz spaltet, da, wo Äste durchgehen, lässt sich das Ganze extrem scheiße spalten. Also nutzen wir das und nehmen das einfach als Kopf. Hier werden wir draufhauen und hier unten machen wir die Verengung. Dann haben wir schon eine gewisse Grundstabilität hier im Stamm. Aber warum will er einfach, der hat jetzt keine echte Mission, ne? Das ist okay, ich halte Südamerika für Afrika, das ist schlimmer. Ist es nicht, weil das war eine Karte, auf der, das war die flache Erde mit Verbindung zur Antarktis. Das war Bullshit. Und wieder einmal wäre eine Säge natürlich von Vorteil. Matteo, du hast die Haare schön kleiner als 3. Danke. Ueo, schöne Feiertage euch. Bon Natale, Adotti, Bon Weinpro. Gestern habe ich noch große Töne gespuckt, dass ich das Thema Essen auf jeden Fall gut unter Kontrolle habe. Jetzt, laut Sonnenstand, wahrscheinlich so 10.30 Uhr, 11 Uhr, habe ich übelst Hunger. Ey, wenn es eigentlich gibt es unendlich viele Informationen im Universum? Oder ist die Information begrenzt? Muss ja, oder? Weil wenn die Information unendlich ist, dann geht ja unser Wissen gegen Null, oder nicht? Mein Magen knurrt, mein Magen krampft, obwohl ich gerade diesen riesen Himbeersmoothie gegessen habe. Upp. Ich weiß, ihr könnt es nicht mehr hören. Aber Information ist auch nicht Wissen, ne? Aber gebt dem Jungen, und damit meine ich mich, schwierig, es gibt definitiv begrenzt viel Informationsdichte. Okay. Döner-Teller mit Pommes, aber XXL-Version mit? Falafel. Käse drüber. Käse, okay. Einfach ein bisschen Käse drüber. Jetzt zum Beispiel habe ich auch gar nicht das Empfinden wie gestern, dass ich so krass Freunde und Familie und soziales Leben und alles vermisse in dieser Sekunde. Es ist krass. Also da fällt mir wieder auf, wie schnell die Sachen hin und her switchen. Es gibt Momente, 1-2 Stunden, da bin ich richtig gut drauf, da habe ich Energie, da bin ich top, freue mich. Und dann gibt es immer wieder 1-2 Momente, da habe ich Hunger, bababam. Und später, 2-3 Stunden am Abend, fühle ich mich wieder einsam. Also krass. Das kennt ihr, Chat, oder? Am Abend sich einsam fühlen. Das kennen wir alle. Man macht hier emotional auf. Aber wir können dann einen Browser aufmachen und gegen diese Einsamkeit arbeiten. Aber er hat kein Internet. Auf jeden Fall einiges durch. Stell's mir vor. Was kommt denn jetzt? Einen Teller. Ich greife mit der Hand in den Pommesbereich. 3 Pommes sammeln sich. Der Pommesbereich. Fritz hat einfach einen Döner-Teller eingeteilt in Bereiche. Zwischen meinen Fingern. Ich schmier ihn einmal durch Soße durch. Upp. Kräuter. Vielleicht Kräuterknoblauch. Hab ich da FTL gelesen? Saftig, knaftig matschen die Pommes zusammen. Ich greife zur Gabel und nehme mir einen schönen
Happensalat, auch leckere Soße drüber. Mit der linken Hand, während ich kaue, vermengt sich der Salat mit dem Pommes und dann kommt so ein krosser Falafel. Alles gemeinsam vermengt sich miteinander. Überall ist noch ein bisschen Käse mit dabei. Das könnte geile Werbung sein. Eine Geschmacksexplosion. Ich hatte gestern den Gedanken an Leute in Gefangenschaft, also Entführung, an Leute, die im Gefängnis sind oder was auch immer. Also Leute, die in anderen Situationen einer Isolation ausgesetzt sind. Und ich kann mir echt vorstellen, dass das einen bricht. Klar. Das ist nur eine Frage der Zeit. Mhm. Ich glaube, die Frage ist nicht, ob es dich bricht, sondern immer nur wann. Mhm. Bonjour. Da habe ich auch früher oft drüber nachgedacht, wenn so Leute in so Filmen gefangen genommen wurden und dann die gefoltert wurden, damit die irgendwelche Informationen preisgeben. Da habe ich immer gedacht, so, oh krass, die halten voll gut durch. Ja, die werden die Information niemals preisgeben. Aber dann habe ich mal drüber nachgedacht, wie es bei mir wäre, wenn ich entführt werden würde und einer kommt einfach auf mich zu und ich bin an so einen Stuhl gefesselt und der kommt einfach mit so einer großen Kneifzange auf mich zu und sagt, okay, wenn du mir jetzt nicht sagst, was ich wissen will, dann fange ich an und schneide dir einen Fußzeh nach dem anderen ab. Und bevor der den Satz beendet hätte, hätte ich alles gesagt, was ich weiß. Easy. Weil du kannst es ja niemals aushalten. Der kann ja alles mit dir machen. Der kann dich häuten, der kann dich frittieren, der kann dir alles abschneiden, wieder annähen. Also, hä? Wie soll man das aushalten? So, je m'appelle, je suis, ça va très bien. Voulez-vous coucher avec moi? Arthur, c'est un perroquet, rue de la guerre. Je suis, je m'appelle, très bien, je ne sais pas. Folter ist die schlechteste Methode, um Informationen zu bekommen. Wisst ihr, was der absolute Geniestreich ist? Irgendwann haben sich die geheimen Nachrichtendienste und alle Geheimorganisationen gedacht, ist ja voll krass, wenn wir einfach alle Menschen kartografisieren könnten, dass sie uns einfach freiwillig ihre Informationen geben, dass wenn die irgendwo Spuren hinterlassen, wir genau sagen können, wer die sind. Und dann haben die einfach Handys erfunden, bei denen man mit dem Fingerabdruck den Bildschirm entlockt. Und dann haben einfach alle Menschen freiwillig ihre Fingerabdrücke abgegeben und die haben einfach eine riesige Datenbank mit allen Fingerabdrücken der Welt. Das war ein Geniestreich und keiner hat es gemerkt. Es ist einfach smart. Der Schlagbereich ist fertig, hier kann gleich draufgekloppt werden. Jetzt kommt die Spitze. Warum macht er diesen Keil jetzt nochmal? Zwischenupdate. Draufklopfstelle ist fertig. Verjüngung nach oben ist auch fertig. Ihr seht es hier schon angedeutet. Ja, ich gehe jetzt in die finale Phase. Dauert auch nur eine Stunde ungefähr, so ein Ding. Nee, geht auch schneller, wenn man eine Axt hat zum Beispiel. Oder einen richtigen Hauklotz baut, dann geht das natürlich alles viel fixer. Aber ich lasse mir auch ein bisschen Zeit, Freunde. Ich genieße es, hier Schicht für Schicht mit der Kukri abzutragen. So, der Gerät ist fertig. Leider ist hier so eine komische braune Stelle drin gewesen. Das ist gar nicht gut, weil da ist das Holz halt irgendwie so komisch faulig. Also denkbar schlecht, so rum. Genau. Und es ist nur eine ganz leichte Verjüngung. Ne? Also ich werde mit der Kukri die Vorarbeit machen und dann kommt der Hammerprügel danach, um die enorme Spaltwirkung zu vollziehen. Und eigentlich brauche ich noch einen zweiten, um den Keil wieder freischlagen zu können. Wisst ihr Bescheid, Chat? Den ich herausgesucht habe, kann ich aber schon noch vergessen, weil der ist ja gammelig. Der hat hier irgendwie, keine Ahnung. Also baue ich aus diesem Rest hier einfach noch einen kleinen. Das kommt mir gerade vor wie in so einer Serie, so eine Filler-Folge. So, also die zeigen einfach jetzt, wie Fritz einen Keil macht, was aber gar nichts mit dem ganzen Survival-Projekt zu tun hat. Irgendwie, ich komme mir vor wie bei The Walking Dead Staffel 2, wo die auf dieser scheiß Farm sind. Ich denke mal, ja, das sieht gut aus. Der geht dann auch schneller. Und dann testen wir den Bums mal aus. Vielleicht habe ich auch jetzt eine Stunde lang umsonst geschnitzt. Aber dann ist es so. Learning
by doing. Oder wie ich es gern mache, lernen durch Schmerz. Et voilà. Breaking Bad, die Folge mit der Fliege. Einen stimmt. Kleineren, einen größeren. Wie gesagt, das ist jetzt unnötige Feinarbeit gewesen. Ich habe natürlich noch ein bisschen schick gemacht und die Rinde ab und so weiter. Ne, man kann Keile auch deutlich schneller herstellen, wenn man zum Beispiel auch eine Axt und eine Staffel 2 von The Walking Dead war die beste. Nee. Staffel 2 von The Walking Dead fängt doch so an, dass sie auf der Autobahn sind, da feststecken und dann ist doch Daryl, glaube ich, oder? Nee. Wer ist noch mal auf dem Trailer mit dem Fernglas und glotzt so, ob da Zombies kommen? Und dann guckt er so eine Minute zur Seite, dann guckt er zurück und auf einmal sind da auf einmal Zombies so 10 Meter vor denen, so eine ganze Horde. Und die Zombies sind so mit einem km/h eine Autobahn lang gelaufen. Von der Richtung, von der sie mit dem Auto gefahren sind. Das heißt, sie haben die eingeholt. Und dann nimmt das Fernglas runter und dann stehen die aber so direkt davor. Und sie haben keine Zeit mehr. Oh mein Gott. Dale heißt er, danke. Wenn man eine Säge hat, dann geht es halt ultra easy, ne? Ihr nehmt euch einfach ein Stück Hartholz, schneidet das raus, zack. Und dann geht er mit der Axt ran und spitzt das einmal an und fertig ist der Keil. Ja, also, aber es kommt halt aufs Werkzeug drauf an, das ihr zur Verfügung habt. Es geht auch mit einem normalen Messer. Wer braucht schon eine Jacke mit Moskitonetz? Ich muss aber sagen, also Staffel 2 hatte viele Filler und war auch ein bisschen komisch, aber der Twist am Ende, den fand ich ganz geil. Aber ich sage jetzt nicht, was der Twist ist, aber ihr wisst, was ich meine, ne? Der Twist dann mit, sage ich nicht, aber der Twist war geil. Die Not macht erfinderisch. Einfach nur den Riechkolben rausgucken lassen. Und dann läuft das. So, es folgt nun der große Test, ob man mit meinen Keilen dieses Ding spalten kann oder nicht. Wir starten mit der Kukri. Bin gespannt. Ich sag, es geht nicht. Ich habe nur das Gefühl, dass der Schlagknüppel nicht mehr lange mitmacht hier. Ach du Scheiße. Wenn der Schlagknüppel nach hinten abbricht, haut er ihm voll in die Schnauze. Dann haben wir Dings Niklas 2.0. Oh nee! An Tag 6. Das war's. Und jetzt? Je ne sais pas très bien. Voulez-vous coucher avec moi ce soir rue de la guerre, cross sans baguette? Je ne sais pas. Er hat jetzt original alle französischen Wörter gesagt, die ich noch kenne aus der 8. Klasse. Mehr weiß ich auch nicht. Fabio. Oh nein! Nein, Fabio! Er ist ja runter ins Wasser gegangen. Um zu gucken, wie es mir geht. Oh oh. Also der Kreislauf hat sich gefangen, aber ich fühle mich allgemein. Matteo, kannst du die Feuerwehrdoku und der Niklas vorkommen? Ich glaube nicht. Kalt. Oh nein. Das Problem ist einfach, ich komme null damit klar, wenn ich die Schwäche irgendwie siegen lasse. Also ich meine, Schwäche empfindet jeder und das ist auch völlig normal und okay, nee, aber ich nicht. Ich habe mich immer versucht, so darauf zu konditionieren, dass wenn mein Körper irgendwie sagt, so ja, nee, ich will nicht mehr, ich habe keinen Bock mehr, zu sagen, halt's Maul, ich mach weiter. Damit mein Körper sieht und mein Geist, ey, ich bin am Start, ich will das, ich mach das. Und deshalb fällt es mir gerade so unheimlich schwer, einfach einzugestehen, dass es gerade einfach too much ist, so. Ich glaube, wenn ich jetzt drin bleibe, ist einfach nur noch fürs Ego und da ich mir das gerade eingestehen muss, dass wenn ich jetzt weitermache, es fürs Ego ist, dann muss ich die Stärke haben, hier aufzugeben. Also anzurufen, holt mich hier raus und
Ja. Das werde ich aus diesem Grund jetzt auch tun. Auch wenn es mir unfassbar, wirklich unfassbar schwer fällt. Es ist wahnwitzig, weil es geht hier um nichts außer das, was man sich selbst als Ziele vorgenommen hat. Und boah, krass, ey. Aber guck mal, er hatte die härteste Woche, meiner Meinung nach. Er ist mit dem wenigsten Zeug gestartet, hatte den abgefucktesten Start. Mit Durchfall, kein Zelt, kein Schlafsack, nur ein Messer, musste sich alles selber erarbeiten. Ich finde, er ist trotzdem Gewinner für mich aus der Staffel, auch wenn er jetzt geht. Ist der vorletzte Tag. Das hat er echt gut gemacht. Und es ist wahrscheinlich fast härter für ihn aufzugeben, als noch den einen Tag da zu sitzen oder so. Also das Aufgeben ist, glaube ich, auch eine krasse Selbstüberwindung einfach. Also wegen dem Ego einfach, wie er es schon gesagt hat. Sind noch 2 Nächte, ach echt? Es war dennoch eine geile Zeit hier, vielen Dank, Fritz. Echt geile Erfahrung und es hat einen Grund gehabt, also es hat sich gelohnt, so sehr auf dieses Projekt zu freuen und ganz lieben Dank, dass ich dabei sein durfte, wirklich. Die Höhle habe ich noch gar nicht gesehen. Sehr geil. Unfassbar. Ich habe gerade tatsächlich ein bisschen Pipi in den Augen, ey. Das ist ein Scheiß, ey. Es ist unglaublich. Ja? Yo, Johannes, hier ist Fabio. Ihr müsst mich leider holen kommen. Ich bin einfach völlig unterkühlt. Ich hocke hier mit Wärmedecke und die Nacht war extrem grenzwertig. Und ich habe für mich die Entscheidung getroffen, dass, da mir das jetzt schon das zweite Mal passiert ist, also diesmal mit Wärmedecke, davor ohne, dass es unklug ist, weiterzumachen. Coach, ja. Dann bis gleich. Ja, tschüss, tschüss. Krass, dass aber direkt jemand dran geht irgendwie. Da muss jemand die ganze Zeit auf Abruf sein. Fuck, ich hab's getan. Scheiße, am zweitletzten Tag. Aber ich hab alles gegeben. Ja, hat er auch. Fuck, ich glaub grad nicht, dass ich das getan hab. Scheiße. Hä, bereut das jetzt oder was? In seiner Reaktion meinte er, er war fertig, weil er die Enttäuschung in der Stimme von Johannes gehört hat. Ah, krass. Das ist heftig, ja. Ich höre die Kavallerie schon. So, ich hätte gedacht, dass Fabio länger drin bleibt als Madin. Weil bei Madin hatten wir auch schon diesen emotionalen Ausbruch. Ich habe so 200 Meter von meiner. Und ich dachte, der bricht vorher ab. Meiner Meinung nach Bärenspuren gefunden. Also habe ich auch abgefilmt, so die Hand reingelegt. Da habe ich so ein bisschen Paranoia gehabt, dass irgendwie nachts ein Bär kommt oder so. Das Alleinsein an sich war für mich echt kein Problem. Was war ein Problem? Die Kälte. Das war von Tag 1 mein Endgegner. Also es war das Einzige, um was ich hier gekämpft habe. Ich habe ansonsten mit Nahrung, mit Trinken, mit allem kam ich super klar. Ich habe mich auch wohl gefühlt, ich habe Spaß gehabt. Aber diese Kälte jede Nacht war so krass. Und heute Nacht war halt Flo, Fabio, dass mein Kreislauf komplett runter ist und ich halt die Decke hier ausgepackt habe. Nee. Und heute Morgen dann nach langem Battle mit mir selbst gesagt habe, ich rufe euch an und bin raus. Ja. Sicher im Boden. Ja, ey, ich fühle mich echt mies so. Keine Ahnung. Bin enttäuscht, aber ja, alles andere wäre dumm gewesen so. Krass. Okay, jetzt Chris. Chris
Liegt jetzt im T-Shirt am Strand und chillt ein bisschen wahrscheinlich. Meint ihr daran, dass ich auf einer Insel bin mitten im See, dass die Fauna hier so komisch ist? Ich habe keine Tiere hier, bis auf ein paar Vögel natürlich. Aber ich habe jetzt keine, naja, weiß ich nicht mal, irgendwie ein Eichhörnchen oder irgendwas so in der Art, weißt du, irgendein Säugetier. Gibt's hier nicht. Nenn Flo einmal Fabi und einmal Fritz. Das war so offensichtlich dann, oder? Gibt's hier einfach nicht auf dieser Insel. So, da ich eh nichts zu tun habe, versuche jetzt mal auf die andere Seite rüberzukommen, auf die andere Insel. Ich weiß noch nicht, welcher der beste Spot dafür ist. Probieren jetzt einfach mal nochmal den Weg hier, den ich vorher auch hatte. Boah, das. Oh je. Diesmal aber mit freien Händen, das ist, glaube ich, besser. Ich müsste von da kommen. Guck mal, vielleicht von hier, von der Seite. Weil das ist ein weiter Sprung, aber den schaffe ich. Boah. Wie ist Mirror's Edge, oder? Ah, da muss ich ins Wasser rennen. Da wäre ich Flavio? Oh, Flavio. Der guckt minimal raus. Ich krieg eh nasse Füße, scheiß drauf. Hier rauf. Darauf rüber. Hier, da. Der Sprung ist unfucking fassbar weit. Aber ist der einzig mögliche. Scheiße, fuck. Okay. Okay, perfekt. Kommen wir überhaupt zurück? Oh, der wackelt. Muss ich mir merken. Das ist einer von Takeshis Castle hier. Oh mein Gott, was lese ich denn hier im Chat? Chris sagte heute bei Jam FM, dass er an einem Tag nackt auf seinem Stein gepiept hat. Was? Warum sagt er das im Radio? Wir sind ja der Unterhit. Kleiner als drei. Okay, der Rest ist easy. Wir haben es geschafft. Ich bin auf der anderen Seite. Deswegen war der auch so gut gelaunt die ganze Zeit. Du hast hier vorne noch eine kleine Insel. Oh, ich muss gerade irgendwie an Minecraft denken. Weiß nicht wieso. Ist das schön. Da vorne sind so riesengroße Steine oben drauf. Richtig fette Klopper. Die wiegen bestimmt so 10 Tonnen, die da oben drauf liegen. Auf dem Berg. Wie kommen die da hin? Was für Kräfte müssen gewirkt haben, diesen Riesenstein da irgendwie liegen zu lassen? Das ist so insane. Die Insel ist noch schöner. Du hast hier. Ey, das ist auch das Panoramaausblick hier. Guck dir das sieht an. Echt geil aus da, ne? Da sind überall da hinten am Horizont noch kleine Inseln. Genauso groß wie die hier vorne. Das sieht aus wie bei The Forest ein bisschen. Das ist echt, das ist richtig schön da. Das ist der, den ich meine. Dieser Riesenstein. Holy shit. Krasses Teil, ey. Ist auch eine geile Höhle gewesen, ne? Oh, geil. Ich meine, hier hast du. Ja, die sind in Schweden. Es ist halt nichts irgendwie, ist alles, was keine Bären, gar nichts. Aber der Ausblick ist geil. Ich gehe jetzt mal an die Nordseite, an den nördlichsten Punkt von der Insel. Der ist hier vorne. Und dann werde ich hier mal ein kleines Päuschen machen und ein bisschen runterkommen. Boah, diese Steinplatte da unten, what the fuck? Hä? Das ist doch übel gut zum Abholen beim Boot. Mhm, stimmt. Das ist ja wie so eine Slip-Einlage hier. Slip-Anlage, nicht Einlage. Das ist eine Slip-Anlage. Schau bitte diesen Ausblick an. Das ist der nördlichste Punkt von der Insel. Und zudem auch gefühlt der höchste Punkt. Ich ärgere mich gerade umso mehr, dass mein Floß nicht fährt. Weil es über Wasser bleibt, weil wie geil wäre das? Ich würde hier rumfahren einfach um die Insel. Würde hier vorne einfach mit dem Floß anlegen. Ist ja perfekt. Also das heißt, so, um Boote ins Wasser zu lassen, nennt man das Slip-Anlage. Hä? Nee, oder? Perfekt, da kann man ja gar nicht anlegen. Und die letzte Nacht einfach dann hier ja? Irgendwo. Am besten hier zwischen Steinen. Das habe ich noch nie gehört, das ist ja krass. Einfach Sterne gucken, weißt du, Sternenhimmel beobachten. Ich habe kein Dach über dem Kopf. Ich hoffe einfach, dass es trocken bleibt. Das ist ja witzig, das wusste ich nicht. So geil. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich
Vielleicht baue ich heute oder morgen noch ein bisschen am Fluss weiter. Werde es vielleicht noch ein bisschen optimieren, dass es irgendwie schwimmt. Dass ich irgendwie trocken rüberkomme. Das wäre so geil. Ihr habt kein Boot, daran wird es liegen. Hier oben gibt es 1, 2, 3 Bäume, 4 Leuten sogar, die tot sind. Die sehen richtig gut aus. Die sehen richtig schön trocken aus. Die bräuchte ich drüben. Fürs Floß. Welches Floß? Gut. Ich überlege jetzt wirklich ganz stark, nochmal mit der Säge rüber zu kommen. Den Kandidaten hier, weil der ist relativ leicht. Guck mal, mit einer Hand anheben und das ist echt ein langer. Den mitzunehmen, das ist der Segen. Und den hier, der so kuppelmäßig schon steht und auch tot ist. What the fuck, du wohnst in Hamburg? Leute, ich wohne seit 2017 in Hamburg. Und in diesen, wie viele Jahre sind es? 4 oder 5 Jahren war ich 3-mal draußen. Also ich habe keine Ahnung, ich habe noch nie hier ein Boot gesehen. Wenn ich die beiden, sag ich mal, zu 3 langen Teilen zersäge und unter das Fluss runterpacke, von unten, dass sie nochmal gegendrücken. Ich glaube wirklich, ich krieg dieses scheiß Floß nochmal irgendwie zum Schwimmen. Scheiß auf die Insekten, die sind mir jetzt egal. Ich finde keine Insekten. Scheiß auf die 7 Punkte, ich möchte mit dem Floß hier hinkommen. Ich möchte morgens mit dem Floß hierher gepaddelt kommen und hier vorne anlanden und warten auf mein Rescue-Team. Das ist jetzt meine Challenge. Schon mal einen mitgenommen hier. Müssen wir irgendwie zurückkommen jetzt übers Wasser. Springen ist hiermit nicht. Aber kann er ja so als Dingsstange nehmen. So wie so eine Stab-Hochsprungstange, mit der er über die Hindernisse drüber kann. Das haben Leute früher, glaube ich, auch so gemacht, oder? Ich bin gerade auf der Slip-Anlage. Auf diesem glatten Stein. Der führt auch mal ins tiefe Wasser. Das ist richtig gut. Das ist wie gemacht. Also, dass ich die Insel vor euch abgecheckt habe, das ärgert mich ein bisschen. Jetzt ist Tag 5. Oder nee, Tag 6, oder? Was ist denn heute? Nee, Tag 6 heute schon. Tag 6, Alter. Puh. Ich habe mir vorgenommen, heute und morgen mein Floß auszubauen und hoffentlich es zum Schwimmen zu kriegen, dass ich morgen Abend alle meine Sachen packen kann, in den Drybag, aufs Floß und hier rüber paddel. Jetzt muss ich bloß noch die ganzen Bäume zusammenschneiden, zurechtsägen. Das wird auch nochmal ein Kraftakt des Todes. Die irgendwie rüber auf meine Insel kriegen. Ich habe mir schon vorgenommen, dass ich einfach säge. Ich bringe die Einzelnen vorne zum Wasser hin, dass sie alle da sind. Dann ziehe ich die Schuhe aus und laufe mit denen durchs Wasser durch. Lege es am anderen Ufer ab. Hin und her. Und beim letzten Stück, was ich hole, nehme ich meine Schuhe in den Mund, gehe damit rüber, ziehe die Schuhe an und so habe ich dann wieder trockene Füße und kann dann anfangen zu arbeiten. Ich finde es gerade komplett weird. Super klares Wasser. Also, Fabio gibt auf. Ich glaube, der hat am Anfang sehr viel Kräfte verbraucht. Deswegen hat er aufgegeben. Aber Chris fängt am vorletzten Tag an, Floß zu bauen im T-Shirt. Wie weit können die beiden auseinander sein? Keine schwimmenden Partikel, keine anderen irgendwie komischen Viecher drin, die da hin und her schwimmen. So muss es aussehen. Ich glaube, es ist echt der Schlaf auch. Ja, der Schlafsack ist, glaube ich, echt das Krasseste. Oha, wie geht's denn da ab, ey? Kienspann. Ich habe hier einen Baum gefunden, der sieht erst so aus, aber dann hatte der plötzlich hier so Rinde dran. Ne? Und dachte mir, okay, das ist sau anstrengend, das zu ernten. Aber ich habe Gold des Waldes gefunden. Gold des Waldes, was? Das riecht wie. Oh, krass. Wie was? Und als Beweis zeige ich. Wie was? Ich warte. Ich habe extra so ein kleines Stück. Das brennt nämlich wie eine Fackel. Normalerweise kann man Holz nämlich nicht so anzünden. Da. Normales Holz würde so nicht losgehen. Normales Holz würde so ein bisschen glimmen wieder ausgehen. Aber das hier... Da brennt sofort der Harz in dem Holz. Ich werde jetzt noch ein paar Blaubeeren fressen. Und dann werde ich das Ding hier noch ernten. Ich habe noch 2 Nächte, also noch 2, na, vielleicht noch 3-mal Feuer. Das ist schon echt geil. Ein absoluter Glücksgriff. Nichts, kein Leben. Tot. Selbst noch so feucht. Die sind in dem Fernsehstudio. Er hat's rausgefunden jetzt. Kein Leben inside. Keine Regenwürmer. Nichts.
gar nichts. Das ist doch hier das Paradies. Ich würde mich hier als Wurm wohlfühlen. Hier ist kein einziger, nicht mal ein kleiner oder sowas. Gar nichts. Hier ist einfach nichts. Dieser Wald ist tot. Ich hasse das. Ich hasse das, wenn alles gegen einen ist. Was für ein Tag heute, ey. Meine Handschuhe verloren, aber wiedergefunden. Ihr müsst euch das vorstellen, das ist eine Wahrscheinlichkeit, so als wenn du Lotto spielen würdest. Ich bin auf dieser Hochebene zwischen diesen ganzen, was eigentlich alles gleich aussieht, einen Weg gelaufen. So ungefähr. Also ein Dreieck. Und am Ende merke ich so, als ich mein Holz zurecht machen wollte, Handschuhe weg. Also bin ich so gut, wie es ging, alles nachvollziehbar wieder zurückgelaufen. Bis an der Stelle, wo ich diesen scheiß Matsch da gegraben habe im Wald. Und bin von da aus versucht, fast identisch den Weg nochmal nach oben. Und ihr werdet es nicht glauben, ich bin dann, eigentlich war ich falsch, habe aber so einen Felsen gesehen, dachte so, ach, irgendwie zieht es mich zu dem Felsen. Bin dann so rechts rüber, guck nach unten und wollte es gar nicht wahrhaben. Das ist, als wenn man den Heiligen Gral findet. Das ist krass, da waren meine Handschuhe. Ohne Handschuhe wäre das morgen noch ein sehr anstrengender Tag geworden, weil Holz hacken und so weiter oder Holz machen, ich habe schon echt überall Wunden. Da wäre das eine Tortur gewesen. Ich habe meine Handschuhe wieder gefunden. Haben Sie immer richtig gelegen? Konnten Sie die Wahrheit von der Lüge unterscheiden? Manchmal passieren aber auch Dinge, denen die Begriffe wahr und gelogen nicht gerecht werden. Ich hab dem gar nichts. Gut, ich habe ganz Die waren nie weg, die Handschuhe. Ich habe nur eine Larve gefunden. Das ärgert mich ein bisschen. Aber ich gehe heute Abend auf Pilze. Ich werde mir heute Abend einen Steinpilz, beziehungsweise nennen wir sie Maronen, machen. Maronen, aha. Hier unten zum Beispiel, die dicken da, die braucht man gar nicht anfassen. Die sind schon komplett zerfressen. Du musst was Kleines nehmen, so faustgroß. Und die werde ich mir jetzt zubereiten. Geile Maronen. Dass sie erst am letzten Tag auf die Maronen abfahren. Schnappen wir uns. Hier haben wir so ein Steinpilz par excellence. Das ist ein Steinpilz. Da ist so eine Spinne drin. Tut mir leid, liebe Spinne. Das ist doch kein Steinpilz. Na doch, ist vielleicht doch ein Steinpilz. Oder ist das überhaupt eine Marone? Der sieht so komisch aus. Der sieht echt komisch aus. Boah, nee, der ist schon komplett zerfressen. Der ist komplett Fritte. Schade. Der sah so. Ah, warte mal, von was ist denn der zerfressen, wenn die ganze Insel tot ist? So langsam. Einen habe ich noch gesehen hier, der war hier am Hang. Ja. Ein bisschen von Moos bedeckt. Wo bist du, du Sau? Ja, mal gucken. Der sieht ganz gut aus hier. Oh ja, der sieht gut aus. Der ist gut, der ist geil. Klar sind da schon Tierchen drin, aber die leben meistens nur im Schwamm. Der ist geil. Der ist gut. Da ist eine Schnecke, die er essen kann. Guck mal, die ist 1 Zentimeter oder so. Geisteskrank. Und hier war auch einer. Genau, und der sah auch aus wie ein Steinpilz. Aber guck mal, Leute, der sieht ganz anders aus. Ist aber einer, oder? Ja, safe. Der ist gut. Der ist richtig gut. Na klar ist das einer. Das sieht doch gut aus. Ja, die nehmen wir mit. 2 Stück. Meine Mahlzeit. Ich habe mir überlegt, unten zu kräutern, einen Stein heiß zu machen, die Streifen zu schneiden, drauf zu packen. Ja. Ja. Quasi auf dem Stein zu braten. Hey, wenn Luigi seine Pizza da auf den Steine macht, dann kann ich meine Pizza auch auf Steine machen. Ich bin Pablo Escobar und ich mache heute Steinpilz auf Stein. Passt doch. Ich mache Steinpilz auf heiß Stein. Okay. Alles klar bei dir? Gut. Humble. Also der hat safe schon den Pilzen genascht, aber safe call. Gut. Auf zu meiner Strandcouch. So, hier haben wir eine. Oh ja. Labyrinthophobie. Das wäre bei mir schon unangenehm, sowas zu essen. Eine Holzkäferlarve, bin mir aber nicht sicher. Oh. Die ist laut meinem Messgerät 1 Zentimeter muss ich Minimum haben. Ja, die ist locker ein. Die hat 3. Nur halte dich still. Oh nee. Geh in Mitte. So. Die hat genau 3 Zentimeter. Oh. Vielleicht zieht ja jeder Zentimeter als ein Punkt. Nee, leider war nicht mehr zu machen heute. Aber gut. Aber darf man das mit Pilzen anbraten und so kleinen hacken, den Käfer? Oder muss man den ganz essen? Ich hätte mir sonst diese schwarzen Käfer, die waren hier eigentlich relativ viel und auch in meinem Moos drin und so weiter. Und einmal heute drehst du Moos um und es ist nichts drin. Ich habe extra gefilmt, darf man? Damit man das auch glaubt. Weißt du, weil man sagt, so, Mann, die bist du muss roh sein. Aber was soll ich machen? Es gibt hier keine Insekten oder wenig. Einzige, was es gibt, Mücken, Spinnen und diese komischen fliegenden Zecken. Gut, machen wir es kurz. Was nachtrinken darf ich ja, oder? Und eine Blaubeere danach hätte ich auch gerne, weil ich habe hier nichts anderes. Das ist nämlich ein bisschen eklig.
So, Mäusekind. Dann komm hier. Wer ist es jetzt? Auch lobt es. Okay, Chat. Jetzt Warnung, falls ihr das nicht sehen könnt, dann macht jetzt kurz die Augen zu. Ich sage euch, wenn es vorbei ist. Es geht los in 3, 2, 1. Hier ist noch. So. So. Die lebt halt noch, ne? Ekelhaft! Widerlich! Ah! Okay, ist vorbei. Ich hätte mir lieber so einen Käfer gegrillt, als diese ekelhafte Marder, oder Zoophobia, das ist jetzt mal geklickert. Boah, was, der widerlichste Punkt in der ganzen Challenge hier. Gut, dann kann jetzt die Sonne unterhin. Boah, widerlich nicht. Boah, nee. Nee. Okay, wir kommen pünktlich raus, ist gut. So, dann